Hier, der Mixer ist demnächst nochmal im Vatikan. Der stellt da wohl einen Antrag auf Papst 4. Was ist denn da los? Der Mixer und der Marx bekriegen sich öffentlich, als wollten sie sich bei Schwarz-Gelb bewerben. Ja, Vorwürfe und Anschuldigungen bis tun geht nicht mehr. Der Mixer behauptet doch jetzt, er sei gar nicht freiwillig zurückgetreten, sondern auf ihm habe ein Druck wie ein Fegefeuer gelastet. Gut, so konnte er immerhin schon mal für später üben. Aber er hat reagiert wie ein guter Katholik. Er wurde zum Abschied gezwungen und hat ihn deshalb am dritten Tag widerrufen. Ja, sein großes Idol wird dafür jedes Jahr gefeiert. Ob er für seinen Widerruf das Bischofsbriefpapier benutzt hat? Er wohnt doch auch noch im Bischofspalais. Er kann ja schlecht zelten, hat sein Anwalt gesagt. Man muss seinem Idol ja nicht alles nachmachen. Mixers Briefpapier wäre übrigens eine schöne Ergänzung für Letterheady. Hier werden nämlich jede Menge historische Briefköpfe gesammelt. Von bekannten Persönlichkeiten, Unternehmen und Künstlern. Schnell angucken, bevor alle weg sind. Heute braucht man dank USB-Schreibmaschine ja kein Briefpapier mehr. Die verwandelt die Anschläge nämlich in digitale Signale. Endlich kein fettiger Touchscreen mehr. Aber das mit dem Marx und dem Mixer ist echt unglaublich. Wie die kleinen Kinder. Und keiner da, der mal dazwischen haut. Jetzt hat der Bischof sogar angedeutet, der Ex-Ex-Bischof hätte psychische Probleme. Gut, zugegeben, die exzentrische Kleidung, der Glaube ans Fegefeuer, der Verzicht auf Sex. Nur das war doch alles schon seit Jahren bekannt. Aber dann drängen sie ihn plötzlich zum Rücktritt. Und wie schnell man sich dann von anderen beeinflussen lässt, sieht man ja auch an Loved. Ein ungewöhnliches Jump-and-Run-Game, das dem Spieler ständig Ratschläge gibt. Und je nachdem, ob man ihnen folgt oder nicht, verändert sich der Spielverlauf und natürlich auch der Ausgang des Spiels. Den Rücktritt gut überlegen sollte man sich übrigens auch bei abowelt.de. Hier werden nämlich die günstigsten Angebote für Zeitschriftenabos aufgelistet. Teilweise mit bemerkenswerten Nachlässen und Prämien, wo man endlich mal sagen kann, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Boah, ist das ein Käse. Die Ananasschalen-Diät. Sex beim ersten Date. Okay, wenn es nicht der Kellner ist? Oder hier, was anziehen beim Bewerbungsgespräch? Kommt drauf an, wie gut die Zeugnisse sind. Christian zum Beispiel hatte sicher Topnoten. Sieht man an seinem Bewerbungsfoto. Hochgeschlossen und seriös. Ein ganz braver, den man bestimmt nicht in diesen virtuellen Hügeln von San Francisco trifft. Diese Grafiken hat der Künstler Doug McCune anhand von Kriminalstatistiken entworfen. Und so kann man ganz deutlich sehen, wo genau man am ehesten Koks, Nutten oder eins auf die Fresse bekommt. Letzteres ist ja schon seit längerem das Problem von Jack, der auf der Flucht ist vor dem horribly slow murderer with the extremely inefficient weapon. Doch nun hatte ein Zuschauer eine geniale Idee, womit der Arme sich endlich wehren kann. Auch mit einem Löffel. Die Macher des Films haben das gleich mal ausprobiert und Jack und den Löffelkiller erneut aufeinandertreffen lassen. Seine Verfolger abschütteln muss übrigens auch der Dealer-Lehrling Schlumpf. Einer der beiden Blutsbrüder des gleichnamigen Webkrimis bei 3 Minutes. Dealer-Kollege und Mentor Turbo ahnt noch nicht, warum ihm plötzlich ständig die Polizei auf den Fersen ist. Ob und wie sich unsere sympathisch zwielichtigen Kollegen aus der Affäre ziehen, könnt ihr euch ab sofort in der gerade abgeschlossenen Staffel 1 angucken. Nach Ehrensenf natürlich. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hier, wie muss ich mir eigentlich das Fegefeuer vorstellen? Ist das noch schlimmer als spanischer Nationaltrainer?